In diesem Video geht es um den Trackstop von Perfect Privacy. Um den zu erklären, habe ich mich jetzt mal in meinen Account eingeloggt hier bei Perfect Privacy. Und wenn ich hier auf Mitglieder und Konfiguration gehe, kann ich mir den Trackstop einschalten. Das habe ich jetzt auch schon mal gemacht. Und hier gibt es jetzt verschiedene Optionen, die wir mal geschwind durchgehen. Tracking und Werbefilter ist nichts anderes, als was man auch vom normalen Adblock kennt. Da werden eben Banner blockiert. Also das kann man auf jeden Fall aktivieren. Das wird einen beim Surfen wahrscheinlich nicht groß stören. Im Malwarefilter verhält es sich ähnlich. Da werden einfach bekannte Domains blockiert, wo Malware verteilt wird. Kann man also auch einschalten, sollte einen jetzt auch nicht großartig stören. Ähnlich ist auch beim Phishing-Filter. Auch hier sind bekannte Domains, auf denen eben Login-Daten abgefischt werden drauf und die werden dann auch blockiert. Stört einen also auch nicht beim Surfen. So, das war es jetzt aber zu den harmlosen Filtern. Jetzt kommen wir mal zu den Social Media und Google-Filtern. Es gibt einen Facebook-Filter, den habe ich jetzt hier aus. Wenn ich den einschalten würde, könnte ich alle Facebook-Seiten nicht mehr benutzen. Hat den Vorteil, dass zum Beispiel auch diese Like-Buttons von Facebook gar nicht mehr angezeigt werden. Nachteil ist halt, ich kann komplett Facebook nicht mehr benutzen. Noch schlimmer sieht es aus beim Google-Filter. Da steht auch schon eine Warnung da, denn darunter fällt natürlich auch YouTube und ganz wichtig vor allem Recapture. Das ist dieser Capture-Lösedienst, der wird auch von Google betrieben und der wird auch blockiert. Wie sieht das jetzt also in der Praxis aus? Ich habe hier noch eine geladene Google-Seite. Jetzt drücke ich mal hier F5, Neuladen und sehe, die Seite lädt nicht mehr mit dem Fehler Name Not Resolved. Das heißt, die IP-Adresse hinter dem Namen wird jetzt von Perfect Privacy gar nicht mehr aufgelöst. Ich kann jetzt also keinerlei Google-Domains mehr benutzen. Dann gehen wir mal zum Testen auf youtube.com. Das sollte dann also auch blockiert sein. Das gleiche passiert hier. Also, wer das hier ausschaltet, der muss sich nicht wundern, wenn Google blockiert wird. Dann gibt es noch den Social-Media-Filter. Da sind dann alle bekannten Social-Media-Seiten dabei, wie zum Beispiel auch Twitter. Wenn ich den jetzt auch noch einschalten würde, geht er auch nicht mehr. Noch wichtig zu erwähnen ist, das dauert ein paar Minuten, bis diese Filter aktiv werden. Hat bei mir sogar, glaube ich, länger als 3 Minuten gedauert, aber nur gefühlt, habe nicht auf die Uhr geschaut. Nicht so hektisch sein, wenn man den einschaltet, einfach warten und dann ist das aktiv. Ein schöner Nebeneffekt ist, dass wenn man einfach sich Konfigurationsdateien fürs Handy runterlädt und dort mit Perfect Privacy surft, kann man sich die ganze Werbung ausblenden lassen, ohne dass man extra Adblock oder ähnliches installieren muss.